Mein Name ist Christian Auerweg. Ich bin bei der Modelleisenbahn GmbH für die Marken Rupp und Fleischmann als Produktmanager zuständig und seit fast 10 Jahren im Unternehmen tätig. Ihr habt wieder TT im Sortiment. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Rocco hat ja schon einige Jahre oder eigentlich schon Jahrzehnte lang ein relativ kleines TT-Sortiment gehabt. Wir haben immer wieder Neuheiten im Lok- und Wagenbereich vorgestellt. Und vor gut einem Jahr ist die Firma Quasten Kühn an uns herangetreten mit der Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, das umfangreiche TT-Formensortiment von Loks, Wagen und dem Gleissortiment zu übernehmen. Und für uns als Modelleisenbahn GmbH war es eigentlich ein sehr wichtiger Schritt und auch eine klare Entscheidung für die Spurweite TT. Und daher freuen wir uns besonders, dass dieser Deal so zustande gekommen ist und danken auch Thorsten Kühn sehr dafür, für das Vertrauen und sein Baby zu übergeben. Was bietet ihr im TT-Bereich an? Welche Highlights gibt es? Ja, also Highlights sind definitiv die Neukonstruktionen, die wir von Thorsten Kühn übernehmen. Das ist für den tschechischen Markt zum Beispiel die sogenannte Brotbüchse, der tschechische Schienenbus. Die Entwicklung wurde unter Thorsten Kühn noch angekündigt und wird von uns weiter umgesetzt. Und als echte Überraschung hier auf der Messe in Leipzig haben wir die sogenannte Modernisierungsstufe 2 der Doppelstockwagen angekündigt. Und damit sind auch Varianten der Deutschen Bahn AG möglich, die heute zum Teil bei Privatbahnen sogar noch eingesetzt werden. Ein H0-Highlight ist die Baureihe 38. Was kannst du mir dazu erzählen? Genau, bei der Baureihe 38 haben wir zwei Varianten angekündigt, nämlich eine Variante der Deutschen Reichsbahn und eine Variante der Deutschen Bundesbahn, beide in Epoche 4. Und dieses Jahr, circa Anfang bis Mitte Dezember, wollen wir die Ausführung der Deutschen Reichsbahn an den Fachhandel ausliefern. Die B-Ausführung wird dann Anfang 2024 erscheinen. Wir rechnen hier Februar, März, dass wir die an den Fachhandel liefern können. Welche Funktion hat die Baureihe 38? Ja, die Baureihe 38 ist bei uns im sogenannten Edition-Sortiment angesiedelt. Das heißt, neben einer besonders aufwendigen formtechnischen Umsetzung mit sehr, sehr vielen separat angesetzten Teilen, wird es die Modelle neben den klassischen Analogausführungen in Gleichstrom für den DCC und AC-Bahner als High-End-Modelle geben. Das bedeutet, sie haben neben Sound- und Lichtfunktionen auch den sogenannten dynamischen Dampf mit eingebaut. Das heißt, das Modell stößt radsynchron zum Sound auch Dampfwolken mit aus. Des Weiteren ist zum Beispiel eine Führerstands- und eine Maschinenraumbeleuchtung schaltbar. Und als besonderes Highlight haben wir den Führerstand des Modells auch sehr, sehr aufwendig bedruckt. Ein weiteres Modell ist die T466.2. Was erwartet uns hier? Genau, in den Neuheiten 2023 haben wir die T466.2 angekündigt, eine Lok, die in Osteuropa sehr weit verbreitet ist. Wir liefern zuerst die klassische GSD Epoche 4 Variante aus, wollen auch diese Lok circa Mitte Dezember an den Fachhandel ausliefern. Highlights vom Modell sind zum Beispiel die sehr fein umgesetzten Geländer an den Vorbauten sowie an den Seiten der Maschine, die sehr detaillierten Drehgestelle mit separat angesetzten Sandfallrohren oder aber in den Digitalversionen eine schaltbare Führerstandsbeleuchtung und Lichtbilder nach tschechischem Vorbild. Ihr habt an eurem Stand die Trax 1 der Deutschen Bahn stehen. Was kommt auf uns zu und wann soll die Lok ausgeliefert werden? Bei Rocco ist uns besonders wichtig, dass wir Modelle immer auf dem technisch aktuellen Stand halten. Das heißt, neben Glühbirnen oder veralteten Schnittstellen versuchen wir, das gesamte Produktportfolio so modern wie möglich zu halten. Deswegen haben wir uns zum Beispiel bei der Trax 1 entschieden, das Modell auf eine Plugs-Schnittstelle auf LED, Sound und Führerstandsbeleuchtung umzubauen. Des Weiteren haben wir auch optisch einiges getan. Wir haben Metallgriffstangen an den Lokfronten und haben Stromabnehmer mit unsichtbarer Befestigung, wie sie zum Beispiel von der Knödelpresse bereits bekannt sind. Außerdem steht der IC-Steuerwagen hier als Muster. Wann können wir damit rechnen?
Genau, den IC-Steuerwagen haben wir als Überraschungsneuheit im Frühjahr 2023 angekündigt auf der Modellbaumesse Dortmund. Wir haben auch hier in Leipzig jetzt bereits die ersten Vorserienmuster dabei. Das Modell ist besonders detailliert ausgeführt. Wir haben sehr, sehr detaillierte Drehgestelle mit nachgebildeten Scheibenbremsen. Wir haben an der Front separat angesetzte Scheibenwischer, UIC-Dosen und werden zum Steuerwagen passend auch IC-Mittelwagen liefern, sodass man einen vorbildgerechten Intercity mit unserem umfangreichen Loksortiment wie der Baureihe 101 nachstellen kann. Die Lieferung für dieses Modell ist aktuell für Februar, März 2024 geplant. Für die Spur N-Bahner wollt ihr die Baureihe 211 bringen. Was haben wir hier für Highlights und Funktionen? Wann kommt dieses Modell in die Auslieferung? Genau, das Modell der V100 West, wie es im Fachjargon gern genannt wird, ist dem Fleischmann-Kunden schon lange bekannt. Für uns war es Grund genug, dieses Jahr das Modell der V100 West komplett neu umzusetzen, als komplette Neukonstruktion. Das Modell hat Vorbauten aus Metall und eine sehr feine Detaillierung. Wir haben sehr, sehr fein nachgebildete Drehgestelle und werden es erstmal auch in den Digitalversionen mit vorbildgerechten Soundfunktionen ausliefern. Die Auslieferung planen wir ebenfalls für den Jahreswechsel 2023 auf 2024.